Hallo alle zusammen, hier ist wieder Luna und ich spiele heute wieder Forza Horizon 4 weiter. Willkommen auf der Automesse. Lust auf einen neuen Wagen? Hier kannst du ihn kaufen. Und weiter geht's. Wenn wir schon mal hier sind, bleiben wir auch. Ja, genau. Bei nächster Gelegenheit wenden. Amber Side Dog Wohnstrecke. Starten, ja. Jetzt geht's in den Winter. Auch eine Art und Weise zu überholen. Also noch höher werde ich mit einem Fall gehen, das sieht jetzt schon. Das geht jetzt schon so an meine Limits. Geschlossen. Dein Ford Escort ist fertig. Mach dich auf was gefasst. Werkstatt. Kann ich das doch überall anders abholen? Links abbiegen.
Verkauft es auch mein Haus abbauen kann. Du hast dein Ziel erreicht. Erfolg freigeschalten. Heißt mir ja, Scheunenfund. Scheunenfunde. Ach, da unten. Gib ihm ja. Ja, möchte ich. Du wirst viel Spaß mit ihm haben. Komisch, dass so einer in einer Scheune verstaubt. Normalerweise liegen die eher in Seen oder Straßengräben. Der war bösartig, mein Herr. Kamera wechseln. Achso, das ist für die Uhr immer... Aber gehen wir einmal drum rum. Und dann fahren wir weiter. Nächstes Rennen. Das können wir immer noch lange nicht leisten. Wobei Rennen wohl nicht... Ne, ja, die nächste Tafel. Ne, ich renne jetzt nicht. Wird neu berechnet. In 200 Metern links abbiegen. Na egal. Ja, ich spiele eh nicht online. Da ist das Netzwerkfreigabe doch eigentlich ziemlich für ein Popo, denke ich mal. Obwohl, geh mal ein kleines Stück außen rum. Nächster Gelegenheit wenden. Du hast dein Ziel erreicht. Ach ja, das ist dieser komische Ding auf dem Dach. Jetzt darfst du wieder da oben zu diesem Ding das setzen. Nächste Gelegenheit wenden. Was sollte ich? Lass mich doch da entlang fahren. Route wird neu berechnet. Dankeschön. Lässt er mich da nicht lang fahren. In 400 Metern links abbiegen. Hast du schon aufgeklickt, ja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und ja, ich weiß, warum es gesagt ein neues Outdoor-Haus. Ich bin gerade sofort nicht. Das sieht man das so nicht. Wie viel kostet es denn? Schadet nicht ein paar Häuser auf Vorrat. Ich habe dieses Haus im Lake District entdeckt. Direkt am Derwent Water. Keine Ahnung, ob du wirklich so viele Zimmer brauchst, aber man weiß ja nie. Dein ganzer Horizon-Fanclub könnte ja übers Wochenende vorbeikommen. Dann wohl eher noch nicht. Muss reicher werden. Das ultimative Ziel im echten Leben auch immer. Muss reicher werden. Erstmal ging. Wie gesagt, ich mache ja auch mal wieder gleich ein paar Dinger dazu. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, ich wette, es gibt schon wieder welche, die dann möglichst schnell das Spiel durchspielen wollen. Habe ich gehört dazu nicht.
von daher werde ich das auch nicht tun. Seitenstreifer, da hat es aber ganz schön geknallt gerade. Da ist ein Schild, das sehe ich gerade sogar schon. Das heißt wohl einmal zurücksetzen. Wär's, wenn du mich sinnvoll zurücksetzen würdest. Setz mich doch sinnvoll zurück. Na, besser ist es in jedem Fall als gerade eben. So, und jetzt versuchen wir den schmalen Steg nochmal entlang fahren. Vielleicht ist die per Kameraperspektive auch nicht so günstig unbedingt für die Geschichte. Jetzt zeigt mir meine FPS nicht mal an. Gib mir meine FPS-Anzeige zurück, bitte. Irgendwie hat er mir alle Sachen zurückgesetzt. Aber so, es wird schon wieder gut gehen. Mach, ja. Danke. Damit die Leute grob sehen, wie es ausschaut mit der Performance. Aber ich habe schon gesehen, dass es heute auch ein paar Mal schon flüssiger lief als gestern. Wundert's, dass diese Steine nicht das Auto komplett zerstören. Rechts abbiegen. Da haben wir mal wieder einen Baum gefällt. Rang 2. So was. Na gar. Der gibt mir mit den BSB. Ich hab da gar nicht drauf gedrückt, mein netter Herr. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Weißt du was, da geh ich erstmal außen rum, weil ich da gerade sehe, dass ich da eine Straße habe. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. Das ich brauche nochmal so ein kleines Zipferle, das ich definitiv gleich machen kann. Da ist schon wieder ein Ding. Da hinten, ja. Da, ich sehe es schon, okay. Bam.
weiß nicht mal, warum man eigentlich nichts komplett flüssig und auf einen Schlag steht still. Keine Ahnung warum. Ich hatte noch nicht mal MSI Afterburner am Laufen, da habe ich schon gelesen, dass es Probleme gibt. Vielleicht gibt es schon wieder hunderte, tausend Probleme, die man da haben kann. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Das einschätze ich nochmal. Es war schon wieder über mir. Ziel ja, erreicht. Ist immer mir. Ich sehe auch schon wieder wo, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Aber machen wir mal den Aussichtspunkt immer hin. Die römische Geschichte Großbritanniens ist echt faszinierend, wenn man sich mal einliest. Und wenn du das gemacht hast, kannst du ja vorbeikommen und mir was darüber erzählen, weil ich echt keine Ahnung habe. Natürlich drüber. Ich frage mich gerade, was ich hier wohl für ein Tempo brauche. Na.
wohl noch ein Stückchen weiter hinter sein. Jetzt bin ich wieder drüber, Herrgott. Aber immerhin habe ich immer eine Ahnung, wie ich da hinkomme. So wie bei der anderen Stelle, wo ich echt null Ahnung habe, wo ich da hinkommen soll. Ich liebe diese Sprungpassagen aber in der Richtung. Kann aber eine Weile dauern. Da steht ein Zaun in der Luft. Respekt. Ich glaube, hier brauche ich mal eine andere Perspektive, weil ich sonst nicht sehe, wie ich da entlang springe. Und wie viel Platz ich noch brauche und wie viel mehr oder weniger Anlauf ich brauche. Manchmal geht es einfach nicht in der Ego-Perspektive, zumindest für mich nicht. Ich weiß, dass die nichts an der Spielbarkeit ändert. Ist mir wohl bekannt. Trotzdem ist manchmal eine Aufgabe leichter und schwerer, je nachdem welche Perspektive verwendet wird. Naja, hat geklappt. Der Rest ist mir wurscht. Das Einzige, was ich echt hoffe, dass sie noch ein paar Probleme mit der Startfähigkeit des Spiels verbessern und Lauffähigkeit. Weil momentan habe ich zumindest immer wieder die Probleme, dass das Spiel komplett random abstürzt, ohne ersehnliche Gründe. Läuft erst mit 60 Bildern und dann auf einen Schlag steht. Hoffe ich echt, dass noch gefixt wird, aber immerhin ist es noch nicht mal der offizielle Release momentan. Aber kann noch was werden. Vielleicht kommt ja ein Day One Patch wieder ein größerer. Eis ist noch kein, also das ist noch kein Eis geworden. Das konnte ich noch nicht mal sehen, tut mir leid. Gucken wir mal, ob ich mal ein Upgrade bei meinem Auto machen kann. Ja, kann ich. Ja, das kannst du gleich freischalten. Nein, kann ich nicht. Okay. Das darfst du tun. Darfst du auch tun. Darfst du auch tun.
und einen neuen Aussichtspunkt gleich nochmal. Moment, ich glaube, das habe ich in einem Film gesehen. In einer Menge Filme. Kann mich an nicht viel erinnern, aber der mit dem fliegenden Auto hat mir gefallen. Welches fliegende Auto? Du hast dein Ziel erreicht. Hallo Luna. Das Winterschaurennen wird großartig. Ich brauche einen verlässlichen Fahrer mit nachweisbaren Erfolgen, dem die Kälte nichts ausmacht. Was sagst du? Du musst nur den Zug nach Edinburgh erwischen. Ja, ja. Ja, passt schon. Brauche ich nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Wie soll ich denn hinkommen? Da muss es ja fast von oben herab Weg irgendwo gehen. Dann gehen wir mal auf das Schaurennen, wenn wir da eh schon mal sind in der Richtung. Das ist das, was ich meine, weil ich da echt nicht weiß, was wann wie passiert.
als so ein Stück weit mich da überraschen lasst, bei der Kunden und dann halt, wie ich an die Events rankomme, abfahren. Solo bitte. Flying Scotsman, Schaurennen. Weißt du, als die Flying Scotsman sagten, habe ich erwartet, dass sie Alex aus einer Kanone schießen. Das hier muss wohl reichen. Okay, erstmal Audio erneut. Streamer-Modus ein. Kann ich das nicht auch einfach speichern, dass sie das einfach durchgehend aktiv hat? Jedes Mal durch den Menü schalten nervt, gerade nachdem das Spiel momentan alle 15 Minuten einmal abstürzt. Zug ist aber ein echter Klassiker geworden im Forza-Reisen. Bilde ich mir ein. Wow, diesmal fahre ich aber ganz direkt neben dem Zug. Abgefahren. Das ist mal krass. Wow, die Straßen kann man diesmal auch während dem Rennen entdecken. Das finde ich persönlich praktisch, weil das letzte Mal hast du auch Rennen hunderte Male auf der Straße gefahren, auf der jeweiligen. Hast du aber nicht angerechnet bekommen, weil es eben nicht während einer... Ja, weil es eben während dem Rennen passiert ist. Anstatt außerhalb. Der Klassiker. Ich muss noch mal eine Haarnadel fahren. Der war schlecht. Ich habe eine viel kürzere Route. Was? Kein Problem. Wir haben das Ganze so vorbereitet, dass der Zug umdrehen und nochmal fahren kann. Frag nicht wie. Es war ein Albtraum. Damit wohl das erste Mal nach unten außer die Schaurennen. Wobei ich glaube, die Schaurennen, die haben gar keinen Schwierigkeitsgrad war in dem Sinne. Du solltest dich für die Frühlingsrennen qualifizieren. Ich habe da ein paar Veranstaltungen, an denen du sicher interessiert bist, aber keine Züge mehr, versprochen.
Eigentlich sah er mich ja gar nicht so weit dann von der Zeit. Aber anscheinend schon viel zu weit für das, was sie hier abverlangt, Herr Mark. Ja, ich habe ja dann noch mal eine A-Nadelprobe, die ich nicht behindern kann. Nämlich genau hier jetzt dann habe ich die nächste A-Nadel, die ich nicht behindern kann. So geht doch. So viel zum Flying Scotsman. Wir sollten wohl eine Horizon-Direktverbindung einrichten. Ich weiß nur, dass ich zuerst dich anrufe, wenn ich nächstes Mal ein Meeting in Edinburgh habe. Kannst du gerne machen? Ja. Ich habe zwar keinen anderen Zug herumliegen, aber dafür einige Veranstaltungen im Frühling, die dich interessieren könnten. Qualifizier dich einfach, okay? Werde ich tun, aber es dauert wohl noch eine Weile. Erstmal nicht. Momentan kann ich sagen, der erste Eindruck ist zwar gut vom Spielerischen her, aber es gibt ein paar unnötige Probleme, was Sachen Stabilität vom Laufen her angeht. Komm ich nirgendwo durch? Wie soll ich denn da durchkommen? Ihr seid witzig. Route wird neu berechnet. In 100 Metern links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Nö, machen wir erstmal die Band, weil ich nicht jetzt nicht nur abfahren. Rechts abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Du bist gerade sehr unentschlossen mit dem links-rechts abbiegen. Links abbiegen. Rechts abbiegen.
Edinburgh Stockbridge. Wie gesagt, wird mir aber das Spiel irgendwann mal zu heftig gehen, was auch immer, werde ich einfach runterstellen. Weil ich möchte nicht 100 Mal dasselbe Event und einmal okay, aber 100 Mal nein. Aber die Schauöhren waren schon immer ein wenig knackiger als der Rest. Das war auch schon im Forza Horizon 1 so. Wird das Spiel diesmal rein übers Internet gestreamt? Das wäre aber ziemlich dämlich, weil ich habe echt nicht so eine Top-Leitung. Du lässt mich auch jetzt normal nach hinten gehen, danke. Das war nicht gut. Oh, hat trotzdem geklappt. Das ist alles im Buddha. Alter, warte, das ist das Einzige, was man nicht sagt. Oh Mann, das war irre. Ich wusste einfach, dass du es drauf hast. Du bist eine Runde weiter. Bin schon gespannt, was du noch auf Lager hast. Oh ja, diesen Scheunenfund, den habe ich abseits der Kamera unweigerlich gekriegt. Ja, weil mal wieder das Spiel abgeschmiert ist, wie gesagt. Tut es bei mir recht häufig aus irgendeinem Grund. Es liegt bestimmt nicht an der Hardware. Aber ja. Ich mag das Spiel so sehr, als dass mich das jetzt sofort davon wegbringen würde. Aber man muss ein bisschen Geduld momentan definitiv noch mitbringen. Und die Grafikblitze sind auch manchmal echt heftig. Es kommt mir echt so vor, als würde das ganze Spiel gestreamt werden. Du hast dein Ziel erreicht. Was aber halt echt kacke ist für Leute, die kein gutes Internet haben. In 200 Metern rechts abbiegen. Oder rechts du brauchst abbiegen. Definitiv zwangshalber eine SSD, um ein bisschen geplackert zu haben. Du hast dein Ziel erreicht. Gut, damit haben wir die nächste, machen wir da weiter. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich hab mich voll erwischt. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Warum ist das auch hängen jetzt in der Stadt?
400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern scharf rechts abbiegen. Aber die Events sind irgendwie fast alle auf einem Fleck verteilt hier momentan. In 200 Metern scharf links abbiegen. Das ist irgendwie nicht so wie im Vorläufer, wo die ein bisschen größer verteilt waren, die Dinger. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Und diese Episode wird garantiert ein wenig verspätet kommen. Du hast dein Ziel erreicht. Sollte ich jetzt nochmal wenden? Das ist ein totaler Blödsinn. Wieso sollte ich denn jetzt nochmal zurückfahren? Ich wollte gerade sagen, check das mal, dass du da gerade einen Fehler hast. Halt, kann ich nicht kaputt machen. Oh, war nur ein Fehler vom Spiel gerade. Whoops. Bei nächster Gelegenheit. Oh, noch einmal. Das ist immer noch das Lieblingsversteck vom Spiel irgendwie. Das ist gerade so ein kleines Fritzle, das ich nicht ignorieren kann. Tut mir leid. Passen, dass die alle gerade so in 200 Metern rechts toll auf einer Spurroute liegen und ich die nicht so langsam abbiegen. Zurück wieder zu den Rennen führen.
Und jetzt geht's dahin. Angst, da fährst du einen kleinen Umweg hier darüber. Einfach um die Straße auch gleich mit aufzubauen. Ich hatte mich einmal die Cold-Drift-Kombo oder so eine Weile gehalten. Seitenstreifer, so wie das geknallt hat. Na gut, wenn du das sagst, kann ich dir da nicht widersprechen. Du hast dein Ziel erreicht. Damit hätten wir nochmal eine Straße weniger. Und durch Zufall zwei Schilder mehr. Oder auch nicht. Doch, wenn ich richtig hingefahren wäre. Doch nicht. Und wo exakt nochmal soll da der Weg zu diesem Schild sein? Da ist der Weg. An Bord. Wäre da kein Schild, glaube ich, gewesen, hätte ich das nie im Leben wahrgenommen. Daher bitte. 100 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Die Straße bin ich glaube schon gefahren. Ja, bin ich. Fahren mit 16, yay. Schickes Auto. Mein nächster
nächster Gelegenheit wenden. Da ran an. Warum kommt es mir so raus? Könnte ich mir da hochfahren gleich sparen? Oh, nächstes Ding. So, wo ist das nächste Rennen? Wow, da unten. Das dauert wieder eine Weile. Glaube ich immer noch nicht. Nö, noch lange nicht. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Gut gegen Wände fahren. Das habe ich echt gelernt. Halbzeit halt bei den Bereichen abfahren. Rang 6. Ein Ball, Baum gefällt im Wald. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Erstmal fahre ich jetzt da das Rennen für den Abschluss dieses Tages. Danach mache ich das nächste. Jetzt läuft's wieder, oder was? Dann, wenn ich wieder aufhören muss. Lakehurst Forest Pfad. Das Spiel hasst mich irgendwie. Jetzt muss ich dann bald ins Bett und jetzt läuft's stabil. Das sind wir nämlich doch veräppeln in irgendeiner Form, oder nicht? Egal. Thank you.
Hört auf mich zu rammen hier, Mädels und Jungs. Oder Jungs und Mädels oder wie auch immer. Da plötzlich sind auch ein paar andere Dinger da. Keine Ahnung. Haarnadelkunde, ha? Das war doch meine kleine nette Breath-Combo. Oh, ja, das darfst du liken. Ich hab schon gedacht, dass du mich schon wieder nervst mit dem Spiel liken. Na sieh mal an, wer einen Platz in Runde 4 der Dirt-Rennserie ergattert hat. So, das neue Veranstaltungsprogramm wurde deinem Kalender hinzugefügt. Und nach deiner letzten Leistung bin ich wirklich gespannt, was du daraus machst. Jo. Aber wie schon so oft, irgendwann mal muss auch Schluss sein. Und das ist wieder der Zeitpunkt dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Aber wie immer, ein kurzer Kommentar, warum es euch gefallen oder auch nicht gefallen hat, wäre natürlich klasse. Genauso könnt ihr das Video auf den verschiedenen Social Medias teilen. Wie Facebook, Twitter oder was auch immer ihr verwendet, Discord von mir aus oder was auch immer. Denn damit könnt ihr mir helfen, bei meinem Kanal zu wachsen. Ansonsten, wenn ihr mich direkt unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne tun, denn unten in der Beschreibung ist ein Link zu meinem PayPal, aber niemand muss es tun. Würde mich trotzdem riesig freuen, wenn ihr es tun würdet, aber kein Zwang. Des Weiteren könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, das ist vollkommen kostenlos. Und so bleibt ihr immer informiert, was so alles die nächste Zeit hochgeladen wird oder was auch alles so noch kommt. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, war's das für das Video und sehe euch dann wieder im nächsten. Bye, bye.